So, jetzt noch einmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen von Tickmill heute am Mittwoch, den 14.08.2019. Jetzt sieht es gut aus. Also jetzt kann ich mich hier auch selber in den Bildschirm sehen. Anders als gerade eben, da war der Bildschirm noch schwarz. Schau es mal hier, da scheint auch alles bestens zu sein. Sehr gut. Dann fangen wir einfach jetzt nochmal komplett von vorne an. Ja, ich habe heute früh zu meiner Frau gesagt, aktuell als Vertretung für den Mike Seidel hier bei diesem Format aufzutreten, ich bin ein bisschen vom Glück geküsst, denn auch wenn das Thema eigentlich immer Handelskonflikt ist und das schon seit letzter Woche Montag, seitdem ja China dem chinesischen Yuan das erste Mal seit 2008 erlaubt hat, der Dollar-Yuan über 7 zu handeln, so rum, also das heißt den Yuan hier nicht künstlich gedeckelt hat, seit diesem Tag sprechen wir über das Thema Handel, aber es gibt jeden Tag neue Entwicklungen, auch erhöhte Volatilität, die wir zu sehen bekommen. Und gestern haben wir ein neues Gipfeln gesehen, ja, das kann man vielleicht so bezeichnen. Plötzlich lief über den Ticker, und das werdet ihr spätestens gesehen haben, wenn ihr euch mal den DAX angeschaut habt. Wir sahen eine massive, starke Squeeze-Bewegung auf der Oberseite, die wir dann tatsächlich, die uns trug bis in den Bereich um 11.850 Punkte, diesen Bereich, den wir auch heute dann technisch thematisieren wollen. Grund war, dass es angeblich ein Telefonat in den kommenden 2 Wochen geben soll zwischen den USA und China, Thema Handel, dass dort die führenden Verhandlungsvertreter der jeweiligen Länder sich eben noch einmal zusammen telefonieren, das Thema Trade diskutieren. Viel wichtiger aber wahrscheinlich war das, was Donald Trump beiläufig schon fast, möchte man sagen, dann auf einem Flug erwähnte, den er vor einem Abflug erwähnte, wo er auf dem Weg war in ein Golfresort. Da ging es nämlich dann plötzlich darum, dass er sagte, man würde infolge des anstehenden Weihnachtsgeschäftes und weil man den US-Konsumern hier das Weihnachtsfest im erweiterten Sinne nicht vermiesen wollte, würde man die anstehenden angekündigten Tariffs, Importzölle, ab September verzögern bis zum 15. Dezember. Darauf werden wir gleich eingehen, wie das einzuordnen ist und auch wie das taktisch eventuell jetzt in diese Gesamtkonstellation einzuordnen ist. Bevor wir beginnen, wie gewohnt natürlich hier der Blick auf den Risikohinweis. Ganz wichtig, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, ist daher nicht für jeden Anleger geeignet und Tickmill bietet keine Finanzberatung an und auch die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderungen zum Handeln dar, sind keinerlei Anlageberatung oder sonst dergleichen. Für jegliche Handelsentscheidung ist der jeweilige welche selbstverantwortlich. Das waren die ersten 2 Sätze des Risikohinweises für den kompletten. Schauen wir mal bitte auf der Webseite von Tickmill nach. Ich habe auch heute wieder hier einmal den Wirtschaftsdatenkalender vorbereitet, ausgeschnitten von der Webseite von Tickmill. Ich muss jetzt an der Stelle allerdings ein bisschen die Frage stellen, kann man das überhaupt gut erkennen, weil das dann doch ein bisschen arg klein geworden ist. Und eben ausgehend von der Tatsache, dass heute, wenn auch keine wirklichen Marktmover veröffentlicht werden, aber dennoch einige News eben tatsächlich anstehen. Auch British Pfund, ich hatte gestern ja mal die Inflation kurz erwähnt gehabt, die dort heute veröffentlicht wird, die ein bisschen marktbewegend sein könnte, die ist hier festgehalten. Falls nicht, dann wechseln wir einfach gleich mal kurz auf die Webseite rüber. So, und blicken mal hier in den Wirtschaftsdatenkalender. Der zu finden ist übrigens tickmill.com. Und dann Tools und Forex-Kalender, beziehungsweise Wirtschaftsdatenkalender. Da oben kann man sich dann die Aggregation von Englisch auf Deutsch wählen. Wir lassen das jetzt einfach mal Englisch stehen. Also alles in allem ist der verhältnismäßig packed, ja, also das heißt prall gefüllt eigentlich für den heutigen Tag, auch wenn aber wirklich keine wirklich wirtschaftlich signifikanten, potenziellen marktbewegenden News eben tatsächlich veröffentlicht werden. Dennoch gab es einige Zahlen heute früh schon bereits, einige aus China und dann auch wieder aus Deutschland, die alles in allem nicht wirklich Positives verheißen. Zum einen sind hier die Zahlen zur Industrial Production, also zur Industrieproduktion aus China veröffentlicht worden, bei 4,8%. Um das einzuordnen, auf der Webseite Trading Economics findet man hier oben eine kleine Headline, das war auf Englisch, ich hatte gestern gesagt auf Deutsch, müsste man mal schauen, ich schaue mir dieses grundsätzlich eigentlich nur auf Englisch an, da kann man sehen, um diese Zahl einzuordnen, dass wir hier den Industrial Output Growth auf ein 17-Jahrestief haben fallen sehen. Also nur um das mal einzuordnen, ich habe da früher auch heute früh etwas geretweetet gehabt an meinem Twitter-Kanal, hier ist die Grafik dann, jetzt geht's auf, geht's nicht auf? Ja, nein, vielleicht.
Also man kann auf jeden Fall sehen, dieser Fall, der hier stattgefunden hat, das ist der niedrigste Stand seit eigentlich der Finanzkrise. Ja, und auch noch darunter eben tatsächlich. Ein Traum. Ein Traum, wenn das hier alles so hakt. Gut. Also Fakt ist auf jeden Fall, diese Zahlen verheißen nichts Gutes. Parallel dazu sind heute früh Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland veröffentlicht worden. Und zwar, jetzt schaue ich mal kurz. Hier, Verzeihung, natürlich, da wo die Deutschlandflagge ist. Die sind ebenfalls bei minus 0,1% veröffentlicht worden. Also das heißt, zwar im Bereich der Erwartung, aber unterhalb des vorherigen Datensatzes Q&Q, also auf Quartalsbasis von 0,4%. Das war oder ist eine Kontraktion der deutschen Wirtschaft, die hier stattfindet, die auch hierzulande mehr und mehr Sorgen rund um eine Rezession eben tatsächlich in der Lage ist zu schüren. Ich nehme es gleich vorweg. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass diese Zahlen, die wirklich bedrohlich sind, also deutsche BIP-Zahlen zum Beispiel, wird man jetzt sich die Frage stellen, sind die wirklich so marktbewegend? Längerfristig mit Sicherheit, denn man sollte nicht vergessen, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft der Eurozone natürlich das Zugpferd der Eurozone generell ist. Und Fakt ist auch, dass eben die gesamten Bestrebungen, mehr Liquidität in den Markt zu geben seitens der EZB offensichtlich komplett ins Leere gelaufen sind und dass man eben auch in diesem Zusammenhang erwarten sollte, dass die jetzt anstehenden geldpolitischen Stimuli, sei es eine Zinssenkung, sei es Anleiheaufkaufprogramme wie QE, die gelauncht werden, also wieder aufgelegt werden, dass diese eben nicht den gewünschten Effekt eben haben. Und das ist längerfristig natürlich zum einen für die Währung nicht besonders positiv, zum anderen ist es auch so, dass eben sich mehr und mehr dann wahrscheinlich eine Haltung im Markt etablieren wird, wonach mehr Liquidität nicht zwangsläufig dann sich in steigenden Aktienkursen widerspiegeln wird. Ergänzend hierzu sei auch gesagt, diese Zeichen, die aus China dort kommen, die sind auch alles andere als optimal. Industrieproduktion, die eben auf ein 17-Jahrestief fällt. Die Auswirkungen des Handelskonfliktes zwischen den USA und China, die machen sich hier auch bemerkbar, wobei das nicht der alleinige Treiber ist, sondern generell sieht man auch in China eine Stagnation, die schon seit geraumer Zeit sich abzeichnet. Und das, was natürlich in dem Zusammenhang jetzt vielleicht auch vermieden werden soll seitens der chinesischen Regierung, ist natürlich, dass es hier zu massiven Kapitalabflüssen kommt, infolge derer dann sich so ein bisschen vielleicht auch erklärt, weswegen die Eskalation hier im Handelskonflikt nicht weiter vorangetrieben wird. Denn da kommen wir natürlich relativ schnell zum Wechselkursverhältnis Dollar-Yuan und jegliche weitere Eskalationsstufe ist hier in der Lage, dann die chinesische Notenbank eben dazu regelrecht zu zwingen, ja, intervenierend aus dem Weg zu treten und infolgedessen es eben zu einer weiteren Abwertung des chinesischen Yuan kommen zu lassen, dazu eben dann beizutragen, ich gehe mal kurz hier auf den Dollar-Yuan, dass wir eben tatsächlich uns relativ zügig in Bereiche um 37 bewegen, 57 eventuell sogar, die mit massivem Stress an den globalen Finanzmärkten eben tatsächlich einhergehen können. Und jetzt fangen wir an, dann im Grunde genommen uns schon relativ zügig in die Richtung zu bewegen, was da gestern passiert ist. Und dazu machen wir ihn mal zu und wir machen ihn auch mal zu und wir blicken hier so auf die Tweets, die oder beziehungsweise Meldungen, die gestern über den Ticker liefen, die dann, da gucke ich mal kurz hier gleich auf die Price Action auch im DAX auf 5 Minuten, auf einer Stunde, das reicht eigentlich. Wir sind gestern ja bärisch unterwegs gewesen, haben diesen Bereich um 11.550 Punkte angelaufen und dann kam es zu dieser sehr scharfen Gegenbewegung, die es zeitweise sogar bis in die Gefilde um 11.850 Punkte brachte. Das ist eine Bewegung von 300 Punkten innerhalb von wenigen Handelsstunden eben tatsächlich und demnach muss das auch mit einer entsprechend signifikanten Meldung einhergehen und das tut es. Es wurde nämlich laut, hier kann man es sehen, dass der chinesische Premier, also der Vizepremier Louis, mit dem US Treasury Lighthizer und dem Finanzminister Mnuchin gesprochen hat und dass in diesem Zusammenhang eben hier eine Telefonkonferenz anstehen würde, also Telefongespräch. Das Interessante ist natürlich, das wurde gestern sofort dann natürlich ketzerisch von einigen aufgegriffen, dass gesagt wurde, wofür braucht es eigentlich Rate Cuts von der Fed, wenn ein Telefonanruf in der Lage ist, den Markt hier derart außer Rand und Band zu befördern und zu solch einer scharfen Rallye zu bewegen. Und dann kam ergänzend eben noch diese Meldung, US to delay tariffs on some items until December 15th. So, also das heißt, was wir hier sehen, ist eben dann auch eine Verzögerung dieser Tariffs. Jetzt ist
kleines Problem. Und zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das aufgegriffen hatten. Was ich definitiv weiß, ist, dass ich in den letzten Tagen immer wieder von der weiteren voranschreitenden Eskalation, besonders seitens Donald Trumps, dass davon auszugehen war und dass das das Risiko bereit hielt, auch weitere Abschläge, massive Abschläge eventuell im Equity-Bereich auf den Weg zu bringen. Donald Trump hatte vor 2 Wochen ja überraschenderweise und gegen, so zumindest die Gerüchte, gegen Empfehlungen seines Beraterstabes eben neue Importzölle von 10% auf weitere Entschuldigung, chinesische Güter ab September verkündet und dann entsprechend zu den jüngsten Turbulenzen an den Märkten beigetragen. Also das heißt, alles, was wir im Grunde genommen hier gesehen haben in den letzten 2 Wochen an bärischer Price Action, an Skepsis und dergleichen, das war eine Trump-Bärenrallye, so kann man sie einfach bezeichnen. Trump selber sagte relativ zügig ja danach, nicht in Bezug auf den DAX, aber in Bezug zum Beispiel auf den Dow Jones. Ich guck mal kurz, habe ich den hier überhaupt offen? Ich habe nur den. Ja, hier habe ich ihn. Sagte, ihm sind dann auch die Indexstände da wohl vollkommen egal, macht sich da relativ wenig Sorgen und vor allem ist die Fallhöhe, auf die sich die US-Aktienmärkte ja bewegt haben, relativ hoch. Also das heißt, selbst eine Korrekturbewegung, so wie sie jetzt ausgefallen ist jetzt nicht wirklich dramatisch eben tatsächlich. Nun ist es eben tatsächlich dann so, dass sich das allerdings begann, so ein bisschen offensichtlich zu verselbstständigen, weil die Überlegung, die dem zugrunde lag, da muss man ja nochmal einen Tag zurückgehen. Am 31. Juli hatte die Fed zwar den Zins gesenkt, den Leitzins gesenkt. Nichtsdestotrotz hat das nicht dazu geführt, was Trump eigentlich wollte, nämlich zu der Rallye in Aktien. Auch wenn Trump natürlich dann wiederum die Karte spielen konnte und sagen konnte, ja, die haben den Zins einfach nicht weit genug gesenkt. Ja. Die sind nur 25 Basispunkte gewesen. Wir sollten uns immer noch vor Augen führen, wir reden von einer unabhängigen Instanz. Also die Fed ist nicht irgendwie eine kleine Notenbank, sondern die wahrscheinlich immer noch größte, mächtigste Notenbank der Welt und eine unabhängige, alles in allem unabhängige Instanz. Ich weiß, da könnte man Diskussionen drüber führen und dergleichen, aber Fakt ist, es ist auf jeden Fall eine an sich von der Politik unabhängige Instanz, die als erstes Ziel eben die Preisstabilität eben sich zum Ziel gesetzt hat und eben die Versorgung des Marktes mit Liquidität, dann der die Versorgung des Marktes im erweiterten Sinne mit Liquidität in oder zur Stabilisierung, zu einem stabilen Wirtschaftswachstum eben zugrunde liegt. Das ist die Aufgabe, die der Fed zukommt. Und demnach ist es natürlich da schon zu ersten, ich sag mal, Nasenrümpfen gekommen, ob solch eine Intervention seitens der Politik da stattfinden sollte. Trump dachte dann vermutlich, er kriegt das, was er haben will, nämlich diese Zinssenkung, wenn er jetzt einfach den Handelskrieg nochmal deutlicher eskaliert. Das Problem bei der ganzen Geschichte war jetzt allerdings, dass das dann die entsprechenden Reaktionen seitens Chinas nach sich gezogen hat, die in der Vergangenheit ausgeblieben sind. Und ein Problem war auch, dass sich mehr und mehr die Anzeichen verdichten, dass sich nennen wir sie mal abenteuerliche Geschichte, dass eben die Chinesen für diese Importzölle zahlen und nicht der US-Konsument, dass sich die kaum noch erhalten lassen dürfte. Also längerfristig jedenfalls. Denn früher oder später würde es dann eben hier auch zu massiven Einbußen. Ich denke, soweit wird er gedacht haben. Und wenn nicht, dann wird er auf jeden Fall einen Berater gehabt haben, der ihm das mal dargelegt hat. Sogar sein Chief Economic Advisor Kudlow hatte das ja mal vor einigen Monaten sogar öffentlich kommuniziert. Also das heißt, in seinem Beraterstab ist da durchaus die Kompetenz volkswirtschaftlicher Natur vorhanden, die ihn auch sicherlich darauf hinweist, dass diese Importzölle sicherlich ganz signifikant auf den US-Konsum durchschlagen wird. Und so, jetzt kam es infolgedessen eben dann zu der Reaktion von China, dass man eben den Marktkräften freien Lauf ließ. Wir hatten dargelegt gehabt, dass eben hier die Chinesen ja über einen Zeitraum von 2 Jahren im Grunde genommen kontinuierlich eigentlich als intervenierende Kraft unterwegs waren und den chinesischen Yuan trotz der sich schwierig darstellenden wirtschaftlichen konjunkturellen Lage in China seit geraumer Zeit, dass die Chinesen eben hier vielleicht auch, um sich als potenzielle Volkswirtschaft zu etablieren, die dann die Weltreservewährung früher oder später stellt. Ja, das ist sicherlich noch ein sehr, sehr weiter Weg, aber wir haben schon diverse Diskussionen gesehen. Auch die Aufnahme zum Beispiel in einen Währungskorb, der die größten und stabilsten Währungen der Welt eben dann widerspiegelt, beispielsweise, dass China dort als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, zu der es über die Jahre eben aufgestiegen ist, Jahrzehnte aufgestiegen ist, dass eben China dort dann immer größeren Einfluss eben auch tatsächlich gewonnen hat. Dass China infolgedessen eben tatsächlich diese Stabilisierung hat vornehmen müssen, aber jetzt infolge dann der Nachteile, die aus exporttechnischer Sicht durch diese Importzölle drohten, Gegenmaßnahmen einleiten musste.
Das Problem, was China natürlich jetzt in dem Zusammenhang hat und sich dem, welchen sie sich gegenüber sehen, ist, dass eben eine unkontrollierte Abwertung des chinesischen Yuan, und deswegen war das Überschreiten dieses psychologisch wichtigen Levels bei 7 so wichtig oder so signifikant und hat auch entsprechende Turbulenzen an den Finanzmärkten nach sich gezogen ist, dass es das Risiko beinhaltet, dass es zu massiven, verstärkten Kapitalabflüssen aus China kommt und natürlich dann entsprechend zu Turbulenzen am chinesischen Finanzplatz, die unweigerlich auf die ganze Welt ausstrahlen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, das wird nicht nur den Schwellenländerbereich dann treffen, ganz besonders, also Länder wie zum Beispiel, sagen wir mal, Südafrika oder auch ganz besonders Australien oder vielleicht auch Länder wie Neuseeland, die einen Großteil ihrer Soft Commodities zum Beispiel in China platzieren, sondern es wird auch Auswirkungen sicherlich auf die USA haben. Donald Trump wird die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt haben, dass er gesagt hat, nun, mir geht es alles in allem darum, diese Illusion, so will ich sie mal ganz bewusst bezeichnen, diese Illusion eines wirklich starken Wirtschaftswachstums am Leben zu erhalten und für genügend positive Einschätzung, Optimismus in der Bevölkerung zu sorgen, dass meiner Wiederwahl im Jahr 2020 kaum etwas im Wege steht. Denn das ist das, woran man im Grunde genommen festmachen kann, ob Trump wiedergewählt wird oder nicht. Sollte es hier zu einem Kollaps der US-Wirtschaft vor der Wahl kommen oder vielleicht sogar während des Wahlkampfes, beziehungsweise sollte vielleicht das auch zu massiven Turbulenzen, die sich ebenfalls abzeichnen, drohen, im Mittleren Westen kommen. Denn hier ist es ja so, dass der Agrarsektor eine große Rolle spielt und China zum Beispiel als Käufer von Agrargütern zurückgetreten ist. Dass infolgedessen eben ein Großteil der Trump-Unterstützungsbasis vielleicht wegbricht. Und Trump wird jetzt in diesem Zusammenhang festgestellt haben, vielleicht hat er den Bogen tatsächlich so ein bisschen überspannt mit diesen sich gegen seine Berater stellenden Ankündigungen von weiteren Importzöllen von 10%. Es wird natürlich jetzt anders kolportiert. Trump stellt sich hin und sagt in der Tat, die stärkste US-Wirtschaft, die es seit langem, seit vieler Zeit gegeben hat, die stärkste, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade eben, ich habe gerade einen Tweet gesehen, eine Nachricht gesehen. Die stärkste US-Wirtschaft aller Zeiten, die es je gegeben hat, dank ihm als US-Präsident, die ist offensichtlich darum bedacht, negative Effekte auf das Weihnachtsgeschäft dahingehend eben abzufedern, dass man eben diese angekündigten Importzölle dann auf chinesische Güter verzögert. Weil man eben dem US-Konsumenten hier nicht zur Last fallen möchte. Das hört sich natürlich ziemlich absurd an, ist es auch tatsächlich. Und wenn sich jetzt hier die US-Wirtschaft noch nicht einmal diese Importzölle in Anführungsstrichen leisten kann, ja, dann haben wir einfach mal offensichtlich eine Luftblase, die konzipiert wurde von Trump, die droht zu platzen und wo man jetzt versucht eben zu retten, was noch zu retten ist, was nicht mehr zu retten ist. Ich weiß es nicht, wie man das genau interpretieren soll. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass Trump das erste Mal offiziell in der Öffentlichkeit negative Effekte durch die Importzölle auf den US-Konsumenten zugestanden hat. Denn das schwingt zwischen den Zeilen mit. Bis jetzt waren es nur die Chinesen, die das bezahlt haben. Offensichtlich ist dem nicht der Fall. Und wenn man das jetzt so ein bisschen auf sich wirken lässt, dann muss ich sagen, dann macht man sich natürlich Gedanken. Was ist daraus jetzt zu machen aus dieser Information? Was bedeutet das für die Märkte? Und da kommen wir mal kurz hier zum DAX oder kurz, beziehungsweise mal vielleicht auch ein bisschen länger zum DAX. Die Reaktion ist natürlich erstmal folgerichtig, die wir im Markt sehen. Denn die Abschläge, die in der jüngeren Vergangenheit stattgefunden haben, wie gesagt, in den letzten 2 Wochen, die waren auf eben die Sorge, um eine Eskalation dieses Handelskonflikts zurückzuführen. Und es hatte sich eigentlich auch so ein bisschen abgezeichnet, zwar ist jederzeit mit einer nächsten Eskalationsstufe zu rechnen, infolge eben dieser vielleicht dann auch schon irrationalen Haltung, die Trump dort offensichtlich an den Tag gelegt hat. Dennoch ist es so, dass natürlich auch das Gegenteil sofort denkbar war. Wenn man nämlich eine Verzögerung dieser Importzölle zum Beispiel kommuniziert, dass es dann zu einer massiven Erholungsrallye eben kommt. Dennoch muss ich sagen, ist diese Haltung jetzt von Trump, er hat im übertragenen Sinne hat er geblinzelt. Also das heißt, etwas anders formuliert, Trump muss jetzt zurückstecken. Was so ein bisschen meiner Meinung nach vielleicht, auch wenn es eine Spekulation ist, aber gerechtfertigt ist es vielleicht die Überlegung, dass man sagt, man hat vielleicht im Hinterzimmer zwischen den USA und China sich tatsächlich jetzt auf einen, ich nenne ihn mal Waffenstillstand, geeinigt und hat gesagt, du pass auf, wir wollen weitere Eskalationsschritte hier vermeiden, ja. Einerseits vielleicht im Sinne für dich, dass du deine Chance hast, wiedergewählt zu werden in 2020 und im Sinne von uns, den Chinesen dann, dass man gesagt hat, wir wollen an der Stelle nicht riskieren, dass es hier zu einem Kollaps unserer Wirtschaft kommt, zu massiven Kapitalabflüssen chinesischer Yuan, die eben aus dem Land gezogen werden, Gelder gezogen werden, von denen beide Seiten nichts wirklich hätten. Und dass man sich jetzt so ein bisschen auf diesen,
ja, vielleicht eine Art Burgfrieden, wenn auch nach einer weiteren Eskalation im Hinterzimmer eben und nicht auf einem offiziellen Treffen wie einem G20-Gipfel oder sonst dergleichen geeinigt hat. Diesen Eindruck, den erweckt das Ganze, so wie sich die Situation stellt jetzt. Was für Auswirkungen hat das für den Markt? Wie ich gerade schon gesagt habe, mit den einleitenden Wirtschaftszahlen, die nicht besonders positiv aussehen, noch sind sie vielleicht nicht in der Lage, auf die allgemeine Stimmung des Marktes massiv durchzuschlagen und dann auch entsprechend für bärische Impulse zu sorgen. Demnach gehe ich davon aus, dass diese Annäherung zwischen den USA und China jetzt zeitnah zunächst einmal eine zurückgehende Volatilität und eher die Long-Seite favorisiert. Also ich wäre nicht wirklich überrascht, wenn es jetzt dazu käme, dass der DAX hier diesen Bereich um 11.850 Punkten auf der Oberseite, diesen auch vielleicht dann als Trend-Support bezeichnete Region, also Support, man lasse sich davon nicht irritieren. Unterstützung in dem Zusammenhang ist es so zu verstehen, ich verstehe das als eine Unterstützung für das Intakthalten einer Abwärtsstruktur in dem Fall. Was dann aber bedeutet, dass es natürlich eigentlich ein Widerstand als es eine Unterstützung ist. Aber so sehe ich das an dieser Stelle. Und sollten wir diesen Bereich überwinden, dann sind natürlich kurzfristig weitere Aufschläge denkbar, die uns bis in die Gefilde von 12.000 Punkten eben führen können. So zumindest ist jetzt derzeit meine Einschätzung und weswegen ich die Long-Seite favorisiere. Wir haben auch keine signifikanten scharfen Abschläge derzeit zu sehen bekommen von den Aufschlägen gestern. Also das heißt, einen Großteil dieser Bewegung haben wir nicht korrigiert. Eventuell sehen wir mal einen kleinen Rücksetzer, der uns zurückführt bis in den Bereich um 11.700, 730 Punkte vielleicht, also diese ehemaligen Hochs hier in diesem Bereich, gegen die wir dann vielleicht Long triggern und dann die Attacke auf die 11.850 starten. Also ich zeichne das mal ganz kurz hier ein. So zumindest derzeit erstmal meine Einschätzung für den DAX, was ich aber auch natürlich mit einfließen lassen wollen würde. Das hat in der Vergangenheit gut geklappt. Dieses, wir deeskalieren den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Wir erinnern uns dran, die Rallye, die seit Jahresbeginn im Grunde genommen im S&P zu einem der stärksten Starts ins Jahr geführt hat, seit, ja, aller Zeiten, also seit immer im Grunde genommen. Das ist infolge eines sogenannten U-Turns gewesen, von einer sich eher restriktiv zu einer sehr expansiv präsentierenden Fed zu Beginn des Jahres. Das war Punkt 1. Wir haben eine Umkehr gesehen. Wir waren ja noch auf Autopilot mit der Reduktion der Fed'schen Anleihebilanz hier im vierten Quartal 2018, was zu diesen entsprechenden Abschlägen dann geführt hat. Und davon haben wir eine komplette Umkehr im Grunde genommen gesehen, gleich zu Beginn des Jahres. Anfang im Januar hatte sich Fed-Chef Powell hier diesbezüglich geäußert. Und ergänzend dazu war dann auch jederzeit, wenn irgendwie sich eine Sorge abzeichnete, dass man zu einer kleinen Korrekturbewegung oder dergleichen kommt, hatte man dann sofort immer irgendeinen Offiziellen vom Weißen Haus, manchmal sogar Trump selbst, die Trade Talks als going very positive bezeichnen. Also das heißt, alle Handelsgespräche, die da zwischen den USA und China stattfinden, sind sofort immer super gelaufen. Die Situation, auch die hielt sie ja nicht dann lange aufrecht, denn plötzlich eskalierte die Situation dann im Mai, als dann nämlich sich abzeichnete, dass man sich offensichtlich doch nicht einigen kann und dass das nichts anderes als eben ein Hochmanipulieren des Marktes eben war. Und die wirkliche Eskalationsstufe, die erfolgte dann eben mit der Wiederankündigung oder Neuauflage. Man hatte sich zwar auf einen Burgfrieden geeinigt, aber Trump hat diesen angeblichen Deal, den man dort gefunden hat, eben dann gebrochen, indem er eben neue Importzölle von 10% angekündigt hatte. Und jetzt kommt nämlich genau das Problem bei der Sache. Ich hatte das schon zu Beginn des Jahres gesagt. Das ist ganz gefährlich, den Markt, besonders seitens des Weißen Hauses, also nicht seitens der Fed, die ist im Grunde genommen einfach nur ein Spielball an der Stelle. Aber das Weiße Haus oder besonders Donald Trump geht natürlich ein Risiko ein, wenn von diesen massiven Abschlägen hier mit irgendwelchen, ich nenne sie jetzt mal Fake News, so muss man das ja bezeichnen, oder irgendwelchen Suggestionen von großartigen Entwicklungen, die gar nicht da sind, es schafft, den Markt nach oben zu pushen, dann ist das natürlich ein Aufblähen des Marktes auf künstliche Niveaus, welches nicht gerechtfertigt ist. Und das Vertrauen des Marktes leidet darunter massiv. Also sprich anders formuliert, wenn jetzt solch ein Versuch gestartet wird, wie wir ihn jetzt gestern zu sehen bekommen haben, der diese massive Gegenbewegung initiiert hat, dann heißt das nicht, dass auch entsprechend eine derart positive Reaktion initiiert wird. Genauso wenig, wie es nicht hier auch jetzt heißt, dass Zinssenkungen in der Lage sind oder mehr Geld politischer Stimulus seitens der Fed in der Lage ist, die Aktienmärkte auf neue Allzeithochs zu hieven.
Und genau diese Gefahr besteht jetzt massiv und deswegen bin ich noch nicht hundertprozentig tatsächlich davon überzeugt. Also ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich denke, dass wir eher eine Erholung sehen, dass die Volatilität eher zurücksetzt und dass wir infolgedessen dann eben eher nochmal eine Drift mindestens, vielleicht sogar eine leicht dynamischere Bewegung in Richtung nochmal der 11.850er-Region dann im Falle unseres DAXes zu sehen bekommen. Was aber auch natürlich eine Option darstellt, ist, dass diese Ankündigung nicht in der Lage ist, den Aktienmarkt wirklich dann positiv zu beeinflussen und zu einem scharfen Push zu führen. Es kann durchaus sein, dass genauso wie mit einer Zinssenkung, die keine bullischen Impulse in der Lage ist, also sehr equity-friendly, also aktienfreundlich ist, aber nichtsdestotrotz, dass das nicht in der Lage ist, hier dazu beizutragen, dass wir eine positive Reaktion zu sehen bekommen. Genauso kann diese Ankündigung, dieser jetzt Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China, in der Lage sein, komplett zu verpuffen und trotzdem sehen wir eine bärische Entwicklung. Darauf würde ich allerdings erstmal warten und würde das wirklich dann auch sehen wollen, dass sich das so abzeichnet, aber das sollte man im Hinterkopf auf jeden Fall behalten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Insgesamt sehen wir durch diese Entwicklung von gestern zunächst eine meiner Meinung nach erhöhte Wahrscheinlichkeit einer erneuten Attacke auf die 11.850er Region und sollten wir die überwinden, sind Aufschläge bis 12.000 Punkte denkbar. Nichtsdestotrotz sei man jederzeit davor gefeit und vorsichtig agiere man, dass es auch jederzeit wieder zu einem bärischen Impuls kommen kann, den man allerdings erst abwarten sollte. Wenn sich dieser Bias aber beginnt zu etablieren, könnte das sogar der Beginn einer wesentlich nochmal schärferen Abwärtsbewegung eben tatsächlich sein, der infolge dann eines dann seitens des Marktes komplett wegbrechenden Vertrauens sowohl in die Kommentare seitens des Weißen Haus offizieller Donald Trump selbst als US-Präsident oder auch seitens der Fed eben darin seinen Ursprung eben tatsächlich findet. Was ich sehr interessant finde, wenn auch es nicht überraschend kam, beziehungsweise, nee, Moment, ich mache Folgendes. Ich will euch vielleicht mal kurz was erzählen, das passt auch relativ gut zum japanischen Yen. Da ich gestern da auch eine kleine Position eben gehalten habe. Ich hatte gestern kurz angedeutet, wie sich meine Positionierung darstellt. Ich war ja gestern initial für den Tag erst flat. Und hatte das dahingehend auch erklärt gehabt, dass ich eine Long-Position, systembasiert eine Long-Position gehabt hätte, die ich aber nicht haben wollte in diesem Marktumfeld. Und das hat sich als genau richtig eben tatsächlich herausgestellt, diese Entscheidung. Denn die Abwärtsbewegung, die sich dann hier gestern gezeigt hatte, nachdem wir unser Format gestern abgefahren hatten, wir sind ja zunächst unter Druck gewesen und haben hier eben dann den Bereich um 11.550 Punkte angelaufen. Das hätte tatsächlich zu einem fast punktgenauen Stopout in diesen Gefilden geführt. Also ich hatte im Bereich um 11.550 Punkte meinen Stop, bin ausgestoppt worden aus dieser, oder wäre so rum ausgestoppt worden. Das heißt also, es war eine den Erwartungswert meiner Strategie verbessernde Intervention. Und das Problem bei der ganzen Sache war nur, dass ich dann mit einer weiteren Strategie eben hier mich kontinuierlich begonnen habe, auf der Short-Seite wiederzufinden. Also das heißt natürlich Risikomanagement basiert adäquat. Positionskurse war jetzt nicht übermäßig groß, dass ich da auf den großen Knall gewettet hätte oder sonst dergleichen. Aber es war zumindest so, dass ich mich in einem anderen Handelssystem eben in den Shortmarkt oder in eine Short-Position hinein skaliert habe. Und da ist solch eine Gegenbewegung natürlich alles andere als optimal. Ich habe dann hier einen Stop-Out gesehen. Und das, was gestern den Handelstag hat, zu einem, ich nenne ihn jetzt mal Break-Even-Tag werden lassen, war zeitgleich eine Position, die gestern früh zum Beispiel auch eigentlich erstmal gar keine Option darstellte. Ich hatte nämlich für den euro-japanischen Yen gesagt, dass ich hier eigentlich die Short-Seite favorisiere, infolge eben meiner Sorgen hinsichtlich des Handelskonfliktes, also japanischer Yen, in dem Fall eher Long, und zeitgleich eben die Aussicht auf eine sich expansiv präsentierende EZB in 2 Wochen, wo sich jetzt auch eventuell antizipatorisch, also vorwegnehmend bereits, entsprechende Short-Positionen im Markt wiederfinden. Also Euro-Yen wäre eigentlich Short gewesen. Interessanterweise fand ich mich hier systembasiert dann plötzlich in einem Long-Trade wieder. Also da wurde ein Long-Signal generiert. Und davon habe ich natürlich gestern dann entsprechend profitieren können, weil der japanische Yen scharf unter Druck geraten ist. Und während eben meine in den Markt hinein skalierten Short-Trades im DAX plus mit einem Verlust ausgestoppt worden sind, hat dieser Verlust oder wurde dieser Verlust dann eben hier kompensiert durch diese Euro-Yen-Long-Position, die dann eben den Take-Profit erreicht hat. Also alles in allem war das gestern ein für mich rein vom Ergebnis her neutraler Handelstag, selbst wenn ich eben unterm Strich, weiß ich nicht, 4 oder 5 Positionen eben tatsächlich über den Tag gehalten hatte. Diese systembasierte, regelbasierte Trades. Und
Das also für denjenigen, welchen, der sich jetzt gerade die Frage stellt, wie sieht diese Situation eigentlich bei den Trades aus gestern und wie hat sich denn dann das widergespiegelt in dem Systemtrade, den du gestern thematisiert hattest. Wir wollen dann ergänzend, wo beim japanischen Yen natürlich einen kurzen Blick werfen. Also japanischer Yen hat durch diese kleine Risk-Off, beziehungsweise gestern dieses abnehmende Risk-Off, eine Erholungsrallye gesehen, wo ich allerdings derzeit noch nicht wirklich von überzeugt bin, dass das nachhaltig ist. Wir sind nämlich tatsächlich fast punktgenau in den Bereich eines ehemaligen Ausbruchniveaus um 186 gelaufen, haben hier einen Widerstand gefunden. Das ist eine Region, gegen welche ich Dollar-japanischen Yen eher short handeln würde. Auf den untergeordneten Zeitebenen würde ich jetzt auf das Ausbilden einer Struktur fallender Hochs, fallender Tiefs spekulieren, um dann eben einen nochmaligen Lauf in Richtung der 105er Region zu handeln. Das würde erreicht, wenn wir hier den Bereich der heutigen Tagestiefs unterschreiten, die um 106,25, also heute früh während des asiatischen Handels markiert, erfolgen würde. Stopp der ganzen Geschichte läge dann oberhalb der gestrigen Hochs um 106,95. Da sind wir also bei einem Risiko von 70 Pips mit einer entsprechenden Chance auf der Unterseite von mindestens 120 Pips im Bereich um 105, eventuell sogar tiefer. Das Problem bei dieser Überlegung ist allerdings auch folgendes. Anknüpfen an das, was ich gerade für den Equity-Bereich schrieb, ist es zwar gerechtfertigt, davon auszugehen, dass natürlich solch eine Struktur sich hier etablieren könnte, aber ich wäre nicht so wirklich davon überzeugt, dass der japanische Yen in diesem Umfeld, in dem sich jetzt dieser, ich nenne ihn mal Risk-off-Würgegriff, der sich um den Markt gelegt hat, durch eben Trumps Ankündigung von neuen Importzöllen von 10% vor 2 Wochen, dass das in der Lage ist, jetzt zügig zeitnah wieder aufgenommen zu werden. Und in Verbindung mit dem verhältnismäßig dünnen Marktumfeld sollte man da wahrscheinlich so ein wenig Vorsicht walten lassen, so sag ich mal. Und nicht zu starke Anstiege der Volatilität erwarten. Wie gesagt, wir haben jetzt im Grunde genommen erstmal mindestens 2 Wochen Luft. Also innerhalb der nächsten 2 Wochen kommuniziert China, Beijing mit eben Washington DC und wir werden dort entsprechende Gespräche und dann auch entsprechende Meldungen rund um diese Gespräche mit Sicherheit kommuniziert sehen. Seitens der jeweiligen Rädelsführer auf der jeweiligen Seite. Bis dahin sollte die wohl aber wahrscheinlich eher zurückgehen. Und das ist ein Marktumfeld, welches für den japanischen Yen nicht günstig ist. Also das heißt, man sollte dort mit einer Dollar-Yen-Short-Positionierung, die darauf spekuliert, dass wir in Richtung der 105er-Region laufen, so ein bisschen Vorsicht walten lassen, meiner Meinung nach. Und ergänzend dazu wollen wir final, wenn wir über Dollar-Yen sprechen, sehr zinssensitives Währungspaar, natürlich auch noch einen Blick werfen auf Gold. Gold hat gestern natürlich ebenfalls eine enorme Vola gesehen, die auch nicht wirklich überraschend ist. Dieses Abkippen, ich sage es mal kurz hier auf 5-Minuten-Basis, diese Beschleunigung. Wir haben gestern bereits, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Wir hatten einen relativ stabilen Tag gestern, Handelsbeginn, und haben dann eben ab so, ja, Mittagszeit, Pi mal um unsere Mittagszeit, Schärfenrücksetzer eben hier gesehen, der uns zeitnah sehr deutlich unter 1500 geführt hat. Wir pendeln jetzt wieder um das 1500er Level. Auch hier ist es eigentlich so, dass wir natürlich jetzt ein Umfeld sehen, welches nicht mehr uneingeschränkt sich long präsentiert. Und alles andere als optimal sich darstellt, weil wir erinnern uns dann, ich hatte am Montag gesagt, aus saisonaler Perspektive sind wir eigentlich jetzt in ein bullisches Fenster eingetreten, wo wir allerdings den Trade derzeit um plus minus null laufen sehen. Interessanterweise, und damit verweise ich dann schon gleich auf die Handelsideen morgen, 8:30 Uhr, da werden wir uns ein Pattern saisonales betrachten für Gold. Ich hatte ja gesagt, es ist nicht nur ab Montag, sondern auch ab Donnerstag nochmal im selben Zeitfenster eigentlich. Also nicht nur vom 12.8., sondern auch vom 15.8. bis dann zum 5.9. gibt es dort ein saisonales bullisches Pattern. Eventuell ist jenes am Donnerstag, sagte ich bereits am Montag, vielleicht attraktiver, weil nämlich sich in der Zwischenzeit ja durchaus eine Korrekturbewegung abzeichnen könnte, wo wir dann nämlich einen Rücksetzer antizipieren oder versuchen zu handeln gegen die 1450er Region, wo ich vielleicht sogar sagen würde, in dem Bereich würde ich dann mit einem Buy Limit arbeiten. Also im derzeitigen Umfeld mit der Aussicht auf eine jetzt zunächst einmal abnehmende Volatilität möchte ich eigentlich ungerne Gold super aggressiv long sein, sondern könnte mir vorstellen, dass dieser stärker überdehnte Modus auf der Oberseite erstmal abgebaut wird. Und dann würden wir mit einem Buy Limit gegen die 440, 450 eben arbeiten wollen. Von dort dann eben dieses saisonale Pattern spielen. Vorausgesetzt natürlich, es wird in einer entsprechend vorgegebenen Zeit dann auch gefüllt, also die Order wird gefüllt. Und ja, alles weitere dazu. Jetzt muss ich mal kurz fragen, was ist denn der? Ach so, ah, jetzt sehe ich gerade, der heißt TSR. Okay, das wusste ich gar nicht. Also das ist mein Daily Range Indikator, deswegen heißt der. Zudem sagen wir morgen was.
Ja, da passt er auch relativ gut. Also ehrlich gesagt ist der Indikator kein wirklicher Indikator, sondern einfach nur ein Faktenaufbereiter, so will ich das mal bezeichnen. Was heißt das? Der zeigt mir einfach die Handelsspannen über die jeweilig von mir voreingestellte Periode an. Also die durchschnittliche. Zum Beispiel, wenn hier steht Pref 5 Days Range, dann guckt er sich die letzten 5 Handelstage an, addiert die Handelsspannen auf und teilt das durch 5. Und dann landen wir eben hier bei in dem Fall 31,87 $. Da kommen wir aus dem FX-Bereich, deswegen stehen die Zahlen da, sind, da muss man mit den Kommatas ein bisschen entsprechend arbeiten. Aber in Summe ist da eigentlich nur ein Aufbereiten der durchschnittlichen Handelsspannen der jüngeren Vergangenheit der jeweiligen Tage, die man da eintragen kann. Den wollen wir aber morgen nutzen, im Zusammenhang nämlich mit der Feststellung unseres Stop-Levels, wollten wir so ein saisonales Muster und ein Trading-Setup basierend auf dem Aufgreifen thematisieren. Ja. Soweit wäre es das dann zunächst einmal meinerseits gewesen. Ich hoffe dann an der Stelle einfach mal, ich habe jetzt auch gerade gesehen, dass wir. Dass es wohl auch ein paar Audioprobleme an der einen oder anderen Stelle gab. Jetzt ist bei mir gerade eben das Bild wieder ein bisschen dunkler geworden, aus welchen Gründen auch immer. Ah, ich sehe noch eine Frage, die wollen wir noch kurz aufgreifen. Und zwar hier. Dazu hatte ich letzte Woche, glaube ich, Mittwoch hatte ich dazu was gesagt. Also, und zwar die Situation im Australdollar, das ist übrigens hier kein Tageschart, sondern ein Wochenchart. Die Situation im Australdollar finde ich ehrlich gesprochen derzeit sehr angespannt, also eher bearish. Der Grund dafür ist folgender. Und zwar, wir haben sehr starke Handelsverbindungen zwischen den Chinesen und Australien. Und zwar das ganz besonders im sogenannten Hard-Commodity-Bereich, also sprich Eisenerz zum Beispiel. Und jetzt hatten wir im Australdollar schon bereits in Antizipation einer Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China, hatten wir hier Zinssenkungen gesehen, sowohl im Mai als auch im Juni, die jeweils 25 Basispunkte betragen haben. Und es ist meiner Meinung nach davon auszugehen, dass es auch weitere Zinssenkungen geben wird, wobei natürlich die aktuellen Entwicklungen jetzt hinsichtlich der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und China zumindest kurzfristig, deswegen ist es ein bisschen die Frage, welcher Zeitebene sind wir jetzt unterwegs? Deswegen, ich switche jetzt so ein bisschen vom Makrokosmos nach vielleicht in den Mikrokosmos. Also kurzfristig, über die nächsten 2 Wochen, Pi mal Daumen, würde ich nicht davon ausgehen, dass der Australdollar noch einmal starkes bärisches Momentum aufnimmt. Allerdings ist natürlich jegliche erneute Eskalation und erneutes Scheitern der Gespräche dann in der Lage, den Australdollar wieder stärker unter Druck zu bringen. Beziehungsweise sei auch schon mal angemerkt, dass natürlich Anfang September eine Zinssitzung seitens der RBA stattfindet. Und jene könnte vielleicht eine ähnliche überraschende Entwicklung hinsichtlich des Leitzinses auf den Weg bringen wie der Reserve Bank of New Zealand. Schon letzte Woche Mittwoch, die den Leitzins nicht um wie erwartet 25 Basispunkte senkte, sondern eben um 50 Basispunkte. Und das wäre natürlich etwas, was den Australier nochmal sehr, sehr stark unter Druck bringen könnte. Aus rein fundamentaler Perspektive, also ist das Bild alles andere als optimal. Hier ist das nochmal ein Wochenchart und wir sehen auch die Signifikanz dieses Bereiches. Also ich schreibe das nochmal ganz kurz hier rein. Nicht daily, sondern ich schreibe nochmal weekly rein. Hier ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir den Chart zusammen stauchen, so sehen, dass das eine Region ist, jetzt um die 2015er, Entschuldigung, 16er, ja, 15er, 16er Jahrestiefs, beziehungsweise hier um die 2018er Jahrestiefs, ist gar nicht richtig, Verzeihung, das sind die Jahrestiefs gewesen, das ist das Flash-Crash-Tief, was hier Anfang des Jahres ausgebildet wurde, die wir jetzt jeweils unterschritten haben. Und in dieser generell Abwärtsstruktur, die sich eben hier etabliert, deutet das eher auf weitere dann mittelfristig betrachtet Verluste hin, die uns realistisch auch bis in den Bereich des psychologisch relevanten 60er-Levels führen. Das ist allerdings, wie gesagt, eine weiter größere Betrachtung. Kurzfristig ist es so, dass diese Entwicklung von gestern, den Australdollar, durch die Handelsbeziehungen, die sehr intensiven zwischen den Australien und China eben zunächst einmal stabilisieren sollten. Ja, ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Und dann. Ja, jetzt sieht wieder alles gut aus. Dann hoffe ich einfach, dass die Technik stabil war im Hintergrund. Ich habe jetzt nämlich meinen Stream beobachtet und habe geguckt, ob das alles gut ist, denn das deutet darauf hin, dass die Aufzeichnung auf jeden Fall super sein wird. Und ja, sofern das mal meinerseits. Wir hören uns morgen wieder um 8:30 Uhr zu den täglich neuen Handelsideen gemeinsam mit Tickmill. Dann, wie gesagt, mit diesem saisonalen Muster in Gold.
Und ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis morgen. Und tschüss.